Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße heute hier ganz herzlich Eckhard Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher der Union, und Sarah Wagenknecht, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Herr Rehberg, die Union hat ja gestern bis kurz nach 11 gesessen, eine heftige Diskussion. Es war zu hören, dass die Bundeskanzlerin zum einen Wolfgang Schäuble in Schutz genommen hat und gesagt hat, dass am Wochenende dieser Plan B durchaus richtig war, der zeitweise Grexit, und dass man aber jetzt entschieden sei und dass sie um die Zustimmung der Abgeordneten bittet für das Programm, was sie maßgeblich mit ausgehandelt hat. Da sagen nun 48 Nein. Bei den Mehrheitsverhältnissen kann man das sicherlich verknusen, aber es sind doch mehr, als der ein oder andere gehofft hat. Das war die Abstimmung in der Fraktion. Wir werden nachher sehen im Bundestag, wie das Abstimmverhalten ist. Ich denke, da werden doch einige sich das gut überlegen, ob sie mit Nein stimmen zu einem Reformpaket für Griechenland, was tiefgreifend ist, was sehr komplex ist und was auch nachhaltig ist, nach meiner Meinung. Sie werden auch mit Ja stimmen. Woher nehmen Sie das Vertrauen, dass diese griechische Regierung sich daran hält? Denn Herr Tsipras hat ja gesagt, also er ist eigentlich nicht von diesem Paket überzeugt. Und die Partner setzen jetzt aber darauf, dass die Griechen diese Reformen einhalten. Woher nehmen Sie das Vertrauen? Die Alternativen wären der Staatsbankrott. Das würde zu katastrophalen Verhältnissen in Griechenland führen. Der andere Weg wäre ein Grexit, zeitweise oder immer, beschlossen von allen 19. Das ist nicht machbar. Nur dann ist übrigens auch ein Schuldenschnitt möglich. Und jetzt liegt etwas Ausgehandeltes auf dem Tisch, wo auch Herr Tsipras zugestimmt hat. Und das griechische Parlament hat Mittwoch die ersten Maßnahmen gebilligt. Mehrwertsteuerreform, Rentenreform, Umsetzung, Fiskalpakt. Und es wird jetzt auf weitere Schritte der Vertrauensbildung durch die griechische Regierung, durch das griechische Parlament ankommen. Das Vertrauen ist beschädigt. Es liegt an Tsipras, das wiederherzustellen. Das Vertrauen bezieht sich selbstverständlich auch auf Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Frau Wagenknecht, den wollen wir gleich besprechen. In einer ersten Runde mal ganz kurz die Frage, erklären Sie mir doch bitte mal den Kurs von Herrn Tsipras. Er sagt erst, nachdem man sich fast geeinigt hat, wir machen ein Referendum. In diesem Referendum sagen die Griechen, wir wollen keine Reform, wir wollen aber im Euro bleiben. Wie das gehen soll, ist mir nicht ganz klar. Herr Tsipras geht dann in die Verhandlungen, bringt ein Paket mit, was wirklich sehr, sehr schwere Auflagen hat für die griechische Bevölkerung. Und nun sagt Herr Tsipras, das ist überhaupt eigentlich nicht mein Ding. Ich stehe da gar nicht hinter, aber wir müssen das jetzt machen. Das versteht doch kein Mensch mehr. Ja, also ich denke, dass der Ausgang des Referendums sehr, sehr deutlich war und gezeigt hat, nicht nur, dass die Menschen es satt haben, immer mehr durch Kürzungsprogramme verarmt zu werden, sondern es ist auch einfach wirtschaftlich absolut absurd, dieses Land immer stärker mit Kürzungen in die Krise zu treiben. Das ist die Politik, die in den letzten Jahren gemacht wurde. Diese sogenannten Reformen sind ja nicht neu. Es hat schon viele Rentenkürzungen gegeben, es hat schon viele Lohnsenkungen gegeben. Und das Ergebnis war, dass die Wirtschaft um 25% eingebrochen ist und gleichzeitig die griechischen Schulden immer weiter gestiegen sind. Und jetzt soll das fortgesetzt werden. Und dass die griechische Regierung das unterschrieben hat, ist ja nur, weil sie offenbar am Schluss keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Aber sie sagt natürlich auch ganz klar, das ist ein falsches Programm. Und für uns in Deutschland muss man sagen, das ist eine Verschleuderung von Steuergeld. Weil natürlich, wenn die griechischen Schulden weiter steigen, ist klar, wir haften für diese Schulden. Irgendwann wird man feststellen, dass das Geld weg ist. Aber da muss ich nochmal nachfragen, die 48 oder wie viel es auch sein werden bei der Union, die stimmen aus voller Überzeugung dann auch gegen den Kurs der Bundeskanzlerin, was natürlich nicht so gut aussieht. Das werden wir nachher auch in der Debatte hören. Das gibt auch innerhalb der Regierung einen Streit über diese Sache. Aber wenn ein Regierungschef sagt, ich setze jetzt Reformen durch, hinter denen ich gar nicht stehe, wäre es nicht konsequenter, er tritt zurück? Ja, das müssen die Griechen und die griechische Regierung entscheiden. Ich finde das anmaßend, wenn wir aus Deutschland hier Ratschläge erteilen. Sie haben offenbar keinen anderen Weg gesehen. Aber ich glaube, das, was wir hier im Bundestag debattieren müssen, ist doch, ist das eine sinnvolle Politik? Und da nehme ich zur Kenntnis, dass selbst Herr Schäuble nicht daran glaubt, dass dieses Paket erfolgreich sein kann. Und dann frage ich mich schon, wieso dann mit aller Gewalt und mit der Kraft der Großen Koalition nochmal ein Volumen von 80 Milliarden europäischer Steuergelder freigegeben werden soll für eine Politik, wo man offensichtlich selber überzeugt ist, dass sie kein einziges Problem löst. Herr Rehberg, das ist das Problem. Der Bundesfinanzminister bleibt bei seiner Haltung. Der Grexit wäre eigentlich besser für die Griechen, sagt er. Die Kanzlerin hat am Montag bei einer Pressekonferenz gesagt, wir haben jetzt Plan A durchgesetzt, lassen Sie uns nicht mehr über Plan B reden. Spielen die da Good Guy, Bad Guy gestern oder stehen sich da Kanzlerin und Finanzminister sogar konträr gegenüber?
Nein, überhaupt nicht. Es war richtig, dass Wolfgang Schäuble diese Alternative in der Eurogruppe diskutiert hat und dass jetzt auch jedem klar geworden ist, dass ein Schuldenschnitt in der Eurozone für Griechenland nicht möglich ist. Das wäre nur bei einem Grexit möglich. Aber diesem Grexit, diesem Austritt aus der Eurozone, muss Griechenland zustimmen. Dazu ist es nicht bereit. Und dann ist die Alternative dieses Reformpaket. Und da geht es nicht nur um Sparen, sondern ganz im Gegenteil. Es geht da insbesondere um nachhaltige Reformen in der Steuerverwaltung, in der Katasterverwaltung. Griechenland muss eigentlich eine Administration aufbauen, die das alles umsetzen kann. Und hier wird sich Tsipras und seine Links-Rechts-Regierung beweisen müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Nun ist Wolfgang Schäuble so ein bisschen der Buhmann. Wenn wir jetzt mal gucken auf die SPD, der Herr Steinbrück, auch ein Finanzminister der Bundeskanzlerin, hat gesagt, das ist der einzige Weg. Er wird mit Nein stimmen. Der Grexit ist für die Griechen besser, weil sie dann entschulden können. Und Oskar Lafontaine, auch mal Finanzminister in dieser Republik, sagt eben auch, raus aus dem Euro, raus für die Griechen. Also die Leute mit Sachverstand sind alle dabei zu sagen, der Weg, den wir jetzt beschreiben, ist der falsche. Weder Herr Steinbrück noch Herr Lafontaine haben das bis zum Ende gedacht. Wenn ich Griechenland aus dem Euro rausnehme, muss es eine eigene Währung einführen. Und Griechenland muss zum Beispiel massiv Medikamente und Lebensmittel importieren, kann sich nicht selber versorgen. Das würde dann sehr, sehr teuer werden. Und Griechenland wäre auch beim Grexit auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wenn einer meint, ein Grexit oder ein Staatsbankrott löst alle Probleme, das ist mitnichten so. Es gibt eine Umfrage, eine ganz neue. 49% der Deutschen sind dafür, hier mit Nein heute zu stimmen, 46% mit Ja. Interessant ist bei den Linken, 66% der linken Wähler sagen, sie sollen mit Ja stimmen, aber die Linke wird heute wieder mit Nein stimmen. Warum? Also ich glaube, man muss sich sehr genau angucken, wie diese Umfrage gestellt war. Wenn Sie natürlich unsere Wählerinnen und Wähler fragen, möchten Sie, dass Griechenland geholfen wird, dann sagen die meisten, ja, wir möchten, dass geholfen wird. Nur das, worüber wir heute abstimmen, sind keine Hilfspakete, sondern dieses ganze Geld ist wieder nur dazu da, vorzutäuschen, dass Griechenland zahlungsfähig ist und dass es alte Schulden bezahlen kann. Und ein Teil geht noch in die Bankenrekapitalisierung. Das heißt, dadurch wird die Wirtschaft überhaupt nicht stimuliert, sondern es wird ja nochmal durch Rentenkürzungen, durch Mehrwertsteuererhöhungen, die Nachfrage im Land noch mal nach unten gedrückt. Das ist wirklich ein Giftcocktail, der die Wirtschaft in Griechenland kaputt machen wird. Und dafür Steuergeld freizugeben, ist einfach völlig falsch. Und ich finde auch noch mal die Debatte mit dem Schuldenschnitt. Es gibt überhaupt keine Festlegung, warum es nicht auch innerhalb der Eurozone einen Schuldenschnitt geben kann. Man muss ja sagen, wenn es tatsächlich einen Grexit gäbe, dann wäre das kein Schuldenschnitt, sondern dann können wir unsere Schulden oder unsere Haftung komplett abschreiben, weil dann natürlich Griechenland überhaupt nichts mehr zurückzahlen kann. Wenn man Griechenland ermöglicht, die Wirtschaft wieder aufzubauen, wäre ja zumindest die Chance, dass ein Teil des Geldes vielleicht zurückfließt. Also ein Schuldenschnitt ist nach den Verträgen nicht möglich. Der IWF mahnt den aber auch an. Nun hat gestern Peter Altmaier im Fernsehen gesagt, der IWF wird auf jeden Fall beim dritten Paket an Bord sein. Sind Sie da wirklich so sicher? Da bin ich relativ sicher, dass der IWF an Bord sein wird. Das ist auch Bestandteil des Antrages der Bundesregierung, dass das verpflichtend gemacht wird. Und der IWF redet nicht zwingend von Schuldenschnitt, sondern von Umschuldung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Übrigens, Griechenland hat schon einen massiven Schuldenschnitt bekommen. Auch durch die günstigen Finanzierungsbedingungen sind die Zinslasten deutlich gesunken. Wenn Frau Wagenknecht hier ständig einfordert, Investitionen mit diesem Paket sind 35 Milliarden Euro für die nächsten 5 Jahre für Griechenland an Investitionen verbunden im Bereich Wirtschaft, Bildung, bei Sozialen. Nur die Griechen müssen das Geld abrufen und sie müssen auch zweckentsprechend in ihrem Land einsetzen und nicht in irgendwelche dunkle Kanäle versickern lassen. Ich muss mal Herrn Schäuble zitieren. Frau Wagenknecht hat gesagt, es geht nicht darum, Griechenland etwas aufzuerlegen, sondern dabei zu helfen, dass sich die Griechen irgendwann den Lebensstandard leisten können, den sie sich heute leisten wollen. Man muss doch mal ein bisschen zurückblicken, ausnahmsweise mal. In Jahren 2000 bis 2008 hat Griechenland die höchsten Lohnsteigerungen in Europa gehabt und 40% über ihrer eigenen Produktivität. Sowas kann doch gar nicht gut gehen. Nein, natürlich ist damals viel falsch gelaufen. Es sind ja auch überbordende Schulden aufgenommen worden, wobei die überwiegend nicht der normalen griechischen Bevölkerung zugute gekommen sind, sondern die sind versickert in einem Netzwerk von Korruption bei der politischen Klasse, die damals regiert hat, bei der Oberschicht, die übrigens auch in den letzten Jahren immer noch reicher geworden ist, unter Aufsicht der Troika, das muss man ja auch mal sagen. Also Griechenland braucht Reformen, ja. Also Steuerverwaltung, Katasterämter, alles das brauchen sie. Was sie nicht brauchen, sind weitere Programme, die ihre Wirtschaftsaktivität abschließen.
schnüren. Und ich muss noch was sagen zu diesen 35 Milliarden, weil das ist wirklich eine Desinformation, die da gemacht wird. Diese 35 Milliarden sind eine Summe, die in den Fördertöpfen liegen bis zum Jahr 2020. Das sind die generellen Strukturprogramme der EU. Die hat jedes Land zur Auswahl oder zur Verfügung, wenn es Kofinanzierung macht. Das heißt, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir heute hier abstimmen. Heute stimmen wir ab, ob Griechenland weiter verpflichtet wird, radikal seine Ausgaben zu kürzen. Und wie gesagt, das hat einfach in der Vergangenheit nicht funktioniert. Es hat die Wirtschaft kaputt gemacht. Und es bringt doch nichts, wenn ein Land dadurch immer höhere Schulden bekommt, genau diese Politik weiter fortzusetzen. Es geht um Vertrauenskrise, aber auch um Solidarität. Wir brauchen jetzt Überbrückungsgelder, mindestens 7 Milliarden jetzt sofort, dann 5 Milliarden die Folgen. Und da finde ich ganz interessant, dass die Franzosen abgelehnt haben, bilaterale Kredite zu zahlen. Gerade die Franzosen, die ja immer ganz viel Solidarität einfordern, die Italiener ebenfalls. Wie erklären sich das? Das müssen Sie den französischen Präsidenten Hollande fragen. Das ist schon sehr zwiespältig, was Frankreich da macht. Deutschland steht hier klar zu seinen Vereinbarungen, wird das mit über 500 Millionen begleiten, diese Brückenfinanzierung. Und ich denke auch, dass wir die weiteren 5 Milliarden bis Mitte August zusammen bekommen. Und ich hoffe auch, dass das dann Ende August der ESM-Vertrag steht, damit das dann in dem Programm Griechenland auch finanziert werden kann. Und übrigens, dieses Geld, 80 Milliarden Bruttosumme für die nächsten 3 Jahre. Ohne dieses Geld würde Griechenland desaströs in den Staatsbankrott gehen. Und Griechenland muss ganz einfach im Bereich öffentlicher Dienst, das sind 800.000, jeder Dritte ist dort beschäftigt, auch im Bereich Frühverrentung etwas tun. Ich kann dieses, was Griechenland sich leistet, weder in den baltischen Staaten, noch in der Slowakei, noch in Slowenien vermitteln, die ein deutlich niedrigeres Sozialniveau als Griechenland haben. Vielen Dank. Die Zeit ist uns davongelaufen. Herr Rehberg, Frau Wagenknecht, danke, dass Sie da waren.